Da war es wohl gefeiert und Mädels abgeschleppt. Deine Mutter vielleicht. Ich war im Wald und habe Insekten beobachtet. Margarete, Denise, möchtest du uns nicht von deinem Wochenende erzählen? Ich war mit meinen Eltern am Sonntag im Geschichtsmuseum und dann hatte ich auch Flötenunterricht. Hast du Blasen geübt? Lass die Späße. Da kannst du ja heute sicherlich etwas zum Unterricht beitragen. Damit werden wir noch anfangen. Wir werden nochmal die Menschheitsepochen wiederholen. Wir fangen bei der Steinzeit an. Ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid. Vielleicht noch jemand anderes. Oh, guten Morgen. Kannst du was zur Steinzeit erzählen? Na, die konnten die ganze Zeit schlafen und brauchten wenigstens in die Schule. Das könnte mir auch gefallen. Aber die konnten ja nicht nur faul herumliegen, die mussten ja auch Früchte sammeln und Bären jagen gehen. Ja, das war schon sehr gut. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir damals noch keine Plastiktüten hatten. Kommen wir nun zum antiken Rom. Kann mir jemand dazu etwas sagen? Anderes. So war noch vielleicht? Ja, damals gab es Legionäre und Gladiatoren. Tempel und Arenen. Ja, genau. Da gab es doch auch einen Cäsar. Der hat über alle geherrscht und hatte Unmengen Frauen. Die hatten doch auch Sklaven, die brauchten überhaupt nichts machen. Übelst geil. Ja, Ludwig. Romulus und Remus gründeten 753 vor Christus die Stadt Rom. Diese entwickelte sich zu einem hochkulturellen Zentrum, wo die Leute bei Brot und Spielen bei Laune gehalten werden. Danke, Ludwig, das reicht. Ave Caesar! Ha! Ah! Ha! Ah! Ha! 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 Getreu, wir sind schon im Mittelalter. Schlaft denn hier und beteiligt euch gefälligst im Unterricht? Genau, ja, Perma. Lisbeth, ich will nochmal wiederholen, was der Höhepunkt des Mittelalters war. Tim, wegen dir muss ich jetzt alles wiederholen. Das Wichtigste war im Freitag Hexen. Hexe Lisbeth! Mein Mann ist sterbenskrank, kann dir helfen? Bye! Name des Vaters, des Heiligen Geistes. davon ein bisschen Mehl und ein zerkleinerter Fernerapfel. Mund auf und runter damit. Ja. Das muss er jetzt dreimal täglich nehmen. Nee, mir geht's schon viel besser. Na, dann kannst du ja gleich wieder an die Arme. Hab vielen Dank. Sogenannte Hexen wurden früher von Rittern verfolgt und hingerichtet. Mein Knecht, bringet mir mein edles Kampfross. Ich muss eine Hexe zur Strecke bringen, die in meinem Lande Unfug treibt. Mein Herr, hier ist Ihr Kampfross. Nein, endlich! Setzet mir meinen Helm auf! Für die Gerechtigkeit und gegen die Hexerei! Ja! Siehst du, dass er beim Eingang geritten ist? Na, oder gab es ja noch zwei Euro. Ja, lassen wir das mal so stehen und sehen, ob das eine Arbeit richtig ist. So, was wäre die nächste Epoche? Von? Barock, Herr August. Ist das eine Frage oder eine Antwort? Eine Antwort, Herr August. Ja, Barock ist wichtig. Kann mir jemand etwas zu Barock erzählen? Margarete Luise. Da gab's Frauen in wunderschönen Kleidern und Könige und Prinzen. Die Kunst war im Barock sehr wichtig. Viele Adlige haben sich porträtieren lassen. Es ist vollbracht, mein Herr. Ja, wirklich sehr gelungen. Sehr zufrieden. August der Starke, er konnte Hufeisen verbiegen. Das war ein Kerl. Dina, das war das Falsche. Verdammt! Hier ist das Angesägte, mein Fürst. Uah. Oh, das ist so stark! Ihr seid ein Scharlatan. Kommt, wir gehen. Ich bin erstaunt, ich habe doch einiges gelernt. Noch dürfen wir etwas beitragen. Ich will über die 20 Jahre sprechen. Der Beginn der Emanzipation der Frauen. Einen schönen Tag. Ja, meine Dame, auch Ihre Stimme zählt. Das sind doch nicht Stimmzettel! Können Sie kein Altdeutsch? Scheiße. Über 60 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Altdeutsch. Ich sehe es aber zu, wie sie das wieder in Ordnung bringen. Schreib dich nicht ab. Lern Altdeutsch. Ja, das stimmt, dass damals wurde das Brauchwort eingeführt. Ist das mit dem Verbrennen stimmt zum Glück auch nicht. Hoffe ich zumindest. Ich habe noch was. Zu der Zeit entstanden noch die ersten Stummfilme. Ich sehe, ihr seid doch recht gut vorbereitet. Ich hoffe auf das Beste.